Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich habe heute zwei Experten hier für das Thema Door-to-Door, nämlich Sabrina Nennemann und Fabian Durek. Und Door-to-Door ist ein super, super spannender Bereich, der in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, der vielleicht auch während Corona ein bisschen abgenommen hat, aber der gerade ja eine Renaissance erlebt, könnte man sagen. Da ist sehr, sehr viel los und wir sprechen heute einfach mal darüber, warum ist eigentlich Door-to-Door heutzutage überhaupt noch notwendig? Warum braucht man das noch? Und wie funktioniert das Ganze? Wer arbeitet in dem Bereich? Warum setzen große Unternehmen wie Telefonanbieter, Stromanbieter, also wirklich große Konzerne bis heute auf diese Methodik? Und ja, was ist da gerade so der Trend quasi? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr beide hier seid. Herzlich willkommen. Ja. Danke. Door-to-Door ist ja etwas, ne, ich habe es schon so ein bisschen anklingen lassen. Mittlerweile gibt es eigentlich Online-Marketing natürlich. Ne? Man kann ja auch Briefe schicken. Door-to-Door ist super, super alt, glaube ich, als Vertriebsstrategie. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, kommt es eher zurück. Also es wird eher mehr im Moment. Wie seht ihr das so? Ist Door-to-Door nicht eigentlich langsam überflüssig? Und warum erlebt das gerade so ein Comeback? Was ist eigentlich bei Door-to-Door so das Ding, was es gerade so aktuell macht? Ja, also da sprichst du genau was Richtiges an. Door-to-Door ist sehr alt, weil ich meine, wir haben damals die Menschen hinbekommen, Produkte zu verkaufen, garantiert nicht online über Amazon, weil damals gab es kein Internet, sondern wirklich von Menschen, die Tür zu Tür gegangen sind. Also wenn zum Beispiel auch ein Wanderapotheker da war, da hat in einer Stadt der Apotheker halt Arzneien produziert und dann musste ein Vertriebler auf den Weg gehen und das Tür zu Tür verkaufen. Und sehr interessant daran war, dass es auch sehr beliebte Menschen waren, weil die natürlich auch Informationen hatten. Weil damals gab es kein Radio, keine Zeitung und es ging nur über Mundpropaganda. Das heißt, die waren sehr, sehr beliebt. Mhm. Und warum braucht man es heutzutage noch? Fakt ist, viele Unternehmen, gerade große Konzerne im Internetbereich, im Strombereich, aber auch zum Beispiel im Tiefkühlproduktbereich, erreichen nicht über Online-Marketing ausreichend Kunden. Mhm. Zum Beispiel der Glasfaserausbau in Deutschland ist im Vergleich zu anderen umliegenden Ländern extrem zurück. Und es wurde getestet, nur mit Post und dem Bürgermeister und Veranstaltungen die Kunden zu überzeugen, sodass aber dann nur 1-5% der Leute das Ganze gemacht haben. Wenn ein Vertrieb vor Ort ist, ein Außendienst, dann kriegen sie 40-50% einer Gemeinde überzeugt, das Ganze zu machen. Und das liegt daran, dass Kunden an der Tür keinen Bock haben, sich selber darum zu kümmern. Ja, und sie haben auch Angst, was falsch zu machen, wenn man gerade woanders einen Vertrag abgeschlossen hat und dann nicht genau weiß, wie das geht. Und zweitens haben sie einfach eine klasse Zeit auch mit dem Berater vor Ort, was du im Internet nicht so schnell hast. Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel. Oft sagen Kunden, wenn sie halt dann zum Beispiel jetzt im Glasfaserbereich einfach einen Prospekt nach Hause geschickt bekommen, dass sie dann noch Rückfragen haben und der Prospekt antwortet ja nicht. Und oft ist der Prospekt dann meistens mehrere Seiten dick, wo man einfach dann überfordert ist. Und wenn man vielleicht auch nicht so viel Zeit hat, dann weiß man nicht genau, was man macht. Dann hat man Angst, was falsch zu machen. Wenn man einen Vertriebler direkt vor Ort hat, den kann man alle Fragen stellen, der beantwortet die gut und führt mit einem auch den Vertrag aus, dass man einfach weiß, man hat alles richtig gemacht, ein Experte ist sozusagen. Mhm. Wie hat sich denn Door-to-Door jetzt verändert in den letzten Jahren? Geht da vielleicht auch durch Online-Marketing oder durch andere Methoden, geht das auch irgendwie Hand in Hand? Also unterstützt sich das gegenseitig? Oder hat sich Door-to-Door eigentlich seit 50 Jahren nicht mehr großartig verändert? So, was ist da passiert in den letzten Jahren? Door-to-Door hat damals, wie Sabrina bereits gesagt hat, einen sehr, sehr guten Ruf gehabt. Der ist zwischenzeitlich sehr abgefallen durch viele Versicherungsvertreter, die Verträge an der Tür verkauft haben, die sehr unnötig waren für den Kunden. Mhm. So, mittlerweile gewinnt Door-to-Door wieder einen zunehmend positiveren Ruf, wofür wir auch sehr stark sorgen, weil wir Dutzende Unternehmen plus deren Mitarbeiter ausbilden und wirklich hunderte einzelne Verkäufer, die lernen, wie das Ganze einfach sauber funktioniert. So, durchs Online-Marketing, durch die Online-Welt haben die Unternehmen mehr Zulauf an Mitarbeitern, weil das Recruiting einfach unterm Strich einfacher läuft und mehr Leute halt einfach darauf aufmerksam werden. Und unterm Strich, wenn man weiß, wie es geht, ist das ein sehr, sehr attraktiver Job. Ja, weil du bist den ganzen Tag im Freien, du hast den ganzen Tag Menschenkontakt, du kannst echt viel Geld verdienen. Also wir haben teilweise also den einzelnen Door-to-Door-Verkäufer auf Monatseinkommen von 30.000, 35.000 Euro tatsächlich hochgebracht, die kein Team haben, kein Unternehmen, gar nichts, sondern wirklich als einzelne Leute an der Tür stehen. Das ist schon
sehr viel Geld, würde ich sagen, für viele Leute. Ne? Und ich glaube auch, dass man Door-to-Door mit Online-Marketing super kombinieren kann, dass wenn die Firmen zum Beispiel das benutzen, dass die Leute in der Gemeinde oder so, die sehen Werbung, bald besucht sie einen Vertriebler, der wird mit ihnen den Glasfaseranschluss klären oder wird sie optimieren in den Strom-Gas-Tarifen, weil momentan, wir haben gerade echt eine Krise. Also das heißt, früher hat eine Kilowattstunde Gas 6 Cent gekostet, jetzt sind wir bei 27 Cent. Wenn man das vorher ankündigen würde, würden die Menschen auch ein besseres Bild haben, die werden informiert. Und ich glaube, dass viele Unternehmen da einfach noch nicht so digital sind und da die Möglichkeiten einfach total unterschätzen. Mhm. Das Problem ist auch, dass selbst die Unternehmen, die Door-to-Door in Anspruch nehmen, posten das auch nicht auf ihren Seiten öffentlich online, weil leider in der Vergangenheit, wie Fabian schon gesagt hat, Vertrieb mit Betrug sozusagen gleichgegangen ist, weil Vertriebler haben da irgendwelche Tricks, irgendwelche Maschen angenommen und es gibt noch einige, die denken, es geht nicht sauber. Das haben wir uns aber wirklich zur Aufgabe genommen, zu zeigen, sauberes Verkaufen ist möglich in einer hohen Quantität und Qualität und ich glaube einfach, dass der Markt sich jetzt dringend ändern muss, weil Verkaufen ist eine mega tolle Sache. Jeder, der erfolgreich ist als Unternehmer, viel Geld verdient, braucht Verkaufen. Ja, weil es fängt ja überall schon an, wenn du deiner Frau Blumen mitbringst oder so, wenn du ihr die einfach hinstellst, dann kommt das nicht so geil, wie wenn du ihr das gut verkaufst, warum sie das jetzt bekommt und verdient hat sozusagen. Ja, ja. Ist jetzt natürlich auch so eine Sache, ihr habt schon so ein bisschen angesprochen, da ist auch mal eine Zeit lang relativ viel falsch gelaufen in der Branche und an der Tür dann logischerweise auch. Woher kommt das denn? Also vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen analysieren. War das einfach mangelndes Können, dass die einfach gesagt haben, so ich muss bescheißen, weil sonst kriege ich es einfach nicht hin quasi? Oder was war so der Auslöser dafür oder was ist generell der Auslöser dafür, dass Leute auch einfach, ich meine, es gibt ja relativ klare Verbraucherschutzregeln, dass dann dagegen verstoßen wird. Warum machen Leute das? Also ganz früher war es so, wo nach der Wende einfach der Zeitraum war, ne, wo ja früher Westen und Osten einfach getrennt war, dass dann viele Vertriebler in den Osten gefahren sind und einfach Leuten Versicherungen verkauft haben. Das waren dann sehr nette Vertriebler, die sind dann immer nach 9 Monaten wieder hingefahren, wenn die nächste Krankenversicherung dran war und haben dann halt immer so 6.000-7.000 Mark bekommen an Provision. Und wo dann die Leute das rausgefunden haben, dass wenn sie halt jedes Jahr die Krankenversicherung wechseln, höhere Beiträge bezahlen müssen und der Vertriebler einfach mal vielleicht 20.000-30.000 Mark an denen verdient hat, was sie ja bezahlen müssen, kommt das dann natürlich nicht so gut an. Und wenn man denen einfach alles erzählt. So, und dadurch ist der Ruf halt so schlecht gewesen, einfach weil man damals einfach alles erzählt hat und die Kunden haben es einfach geglaubt. So, deswegen gibt es jetzt auch Richtlinien, zum Beispiel Versicherungen an der Haustür zu verkaufen, ist verboten, aus diesen Gründen damals. Da sieht man ja einfach auch, wie das wirklich missbraucht wurde. Und der nächste Punkt ist, die meisten Unternehmen haben so eine schwache Ausbildung für den Vertriebsmitarbeiter, dass der sich nicht anders zu helfen weiß an der Tür. Mhm. Das bedeutet, dem Vertriebsmitarbeiter, der wird 2 Tage überladen mit Produktwissen, aber genau 1 Minute mit Vertriebswissen. Mhm. Jetzt hat er einen gewissen Verkaufsdruck, weil du musst natürlich auch Zahlen letztendlich fließen. Und dann merkt er an der Tür, als Fachidiot kommt er einfach überhaupt nicht richtig voran. Die Kunden kaufen nicht bei ihm. Und dann ist für ihn der leichteste Weg, ein bisschen Scheiße zu erzählen. Hier und da zu lügen, um trotzdem irgendwie auf Abschlüsse zu kommen. So richtig zu verkaufen an der Tür, sauber zu verkaufen mit rhetorischer Schlagfertigkeit, Sympathie, Autorität, Empathie, sich wirklich für den Kunden zu interessieren, das Gespräch kurz und knapp zu gestalten, dass es einen nicht langweilt, das erfordert richtig Skill, das erfordert Fähigkeit. Und das wird den meisten Leuten in dem Großteil der Unternehmen überhaupt nicht beigebracht, was die logische Konsequenz hat, dass der Mitarbeiter irgendeinen Salat an der Tür erzählt. So, und darüber hinaus sind die Kriterien in vielen Door-to-Door-Unternehmen für die Mitarbeitereinstellung, kann der Deutsch und einen Stift halten. Und damit werden natürlich Leute angezogen, die nicht die beste Qualität im Außendienst liefern. Ja, die meiste Ausbildung in Unternehmen sieht so aus, hallo, herzlich willkommen, hier hast du deine Unterlagen, viel Spaß an der Tür. Also einfach ins kalte Wasser geworfen, es gibt meistens noch nicht mal eine Ausbildung. Und wenn du dann beim Kunden stehst und hast, wie gesagt, noch nie Vertrieb gemacht, hast keine Ahnung, und der fragt, müssen wir das jetzt machen? Und dann kommt halt oft ein Ja oder so, weil sie einfach nicht wissen, was sie antworten sollen. Und wenn man dann halt auch neu an der Tür ist, ist ja auch ein bisschen komisches Gefühl, einfach bei fremden Menschen zu klingeln und dann mit denen zu sprechen. Die machen die Tür auf, man hat sie vor Angesicht, das ist nicht wie am Telefon oder so. Und wenn dann jemand ein bisschen dominanter ist und das fragt, dann trauen sich auch viele nicht, was anderes zu antworten, weil sie wollen ja irgendwie offiziell rüberkommen und versuchen das dann in dieser Schiene, weil sie, wie gesagt, nicht ausgebildet wurden. Ja.
Gehen wir mal vielleicht, das ist ja eure Spezialität, mal so ein bisschen drauf ein. Wie geht es denn besser? Also was sind so aus eurer Sicht vielleicht so ein paar gewinnbringende Faktoren, die einfach total vernachlässigt werden, die aber schon echt sehr hilfreich sind, wenn man da an der Tür dann steht. Ne? Ich habe geklingelt, einer macht auf. Was sind dann so wichtige Faktoren, auf die ich achten sollte? Als allererstes brauchst du einen Pitch, der die Leute wirklich öffnet fürs Gespräch. Ja, also nicht so ein 0815-Ding. Es gibt Leute, die fangen direkt mit einer Lüge an, also dass es hier eine verpflichtende Umstellung sei und so weiter und so fort. Das definitiv nicht. Sondern einfach sauber erklären, worum es geht und das auf eine gute Art und Weise, dass der Kunde tatsächlich direkt offen ist. So, dann gibt es so ungefähr 16 Einwände an der Tür, die man so bekommen kann. Die häufigsten sind keine Zeit, kein Interesse und da antworten die Leute meistens so schlecht darauf, dass weder der Kunde Bock aufs Gespräch hat, noch das Ganze zielführend ist. Mhm. So, das bedeutet, man muss lernen, auf diese Einwände wirklich einzugehen, auf eine sympathische, gleichzeitig autoritäre Art und Weise. So, und dann braucht man ein Closing, was wirklich dafür sorgt, dass du einen von drei Antreffern an der Tür wirklich zum Abschluss führen kannst und das Gespräch auch nicht 30, 40, 60 Minuten lang geht, was jeden Tod langweilt an der Tür, sondern maximal wirklich 10, 15 Minuten. Dinge, die an der Tür verkauft werden, wie Internet, wie Strom, wie teilweise Tiefkühlprodukte, ja, das sind selbstverständliche Dinge heutzutage in der westlichen Welt. So, wenn Wasser läuft, wenn Internet läuft, hat man keinen Bock, sich damit großartig zu beschäftigen. Und wenn jetzt derjenige, der vor der Tür steht, direkt einen unehrlichen Eindruck macht oder so viel redet, dass du das Gefühl hast, ich muss mindestens eine Stunde mich damit jetzt beschäftigen, dann hast du partout keinen Bock. Hast du nicht. Wenn das aber so gemacht wird, dass die Hauptkriterien erfüllt werden, warum Menschen an der Tür kaufen, nämlich erstens, sie haben keinen Bock, sich selber drum zu kümmern und zweitens, sie wollen eine geile Zeit mit dem Verkäufer haben, dann hast du richtig gute Karten von Anfang an. Und das Verrückte ist ja auch, dass dieses saubere Verkaufen viel mehr Provision einbringt, als zu lügen. Und das verstehen die meisten Menschen ja gar nicht. Wenn du da lügst, naja, stell mal vor, du kriegst jetzt einen Besuch an der Tür, der lügt dir die Hucke voll und dann kriegst du einen Brief zwei Tage später, wo du merkst, das hat überhaupt nicht gestimmt, was der erzählt hat. Na, das wird sie ja widerrufen, außer du vergisst es. Ja. Es wird die Leute plädieren darauf, dass der Kunde vergisst zu widerrufen. Ja, das kann ja keine Verkaufsstrategie sein. Das ist auch der Punkt, warum zum Beispiel die ganzen Door-to-Dollar ungern in Einfamilienhäuser gehen oder wenn ein Doktor, ein Anwalt, also jemand Gehobeneres da steht, dass die dann einfach weitergehen. Weil die wissen, dass solche Menschen sich zum Beispiel mit Widerrufsrecht auskennen und dann auch das stornieren, weil sie das nicht vergessen, weil sie strukturierter sind. Und da haben ganz, ganz viele ein Problem mit. Und das Nächste, was Fabian ja auch schon angesprochen hat, die Aufmerksamkeitsspanne war früher bei 20 Minuten. Jetzt ist sie gerade bei 6 Sekunden. Ja, und wenn man dann erstmal 3, 4, 5 Minuten das riesig kompliziert an der Tür erklärt, können die Menschen nicht folgen, sondern der Spruch dazu ist einfach keep it simple, so simpel wie möglich erklären, dass die Kunden das auch nachvollziehen können, weil sonst, da hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Sobald der Kunde das Gefühl hat, dass das ein Big Deal ist, was jetzt passiert, wird er nie im Leben sofort nach 10 Minuten eine Entscheidung treffen. Ja. Also ich würde ja auch nicht innerhalb von 10 Minuten mir meine gesamte Lebensplanung überlegen, sondern da würde ich mir ja Zeit für nehmen. Das bedeutet, umso mehr geredet wird und vor allem unnötiges Zeug, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung getroffen wird. Wenn das Ganze aber wie ein Small Deal rübergebracht wird, was es unterm Strich ist, dann sind die Menschen auch bereit, das Ganze tatsächlich zu machen mit einem richtig, richtig guten Gefühl. Und in allererster Linie kommt es natürlich auch darauf an, wie kommt man selber rüber? Hast du wirklich ein ehrliches Interesse am Kunden? Oder bist du nur an der Provision interessiert? Fragst du wirklich auch mal nach, wie es dem Kunden tatsächlich geht? Sorgst du dafür, dass der ein gutes Gefühl hat? Dann bist du auch in der Lage, viele Menschen, die auf den ersten Eindruck ein schlechtes Gefühl bei Door-to-Door, beim Türgeschäft haben, zu überzeugen, sodass die richtig glücklich sind, dich sogar weiterempfehlen. Also bei mir ist das so, die Kunden, ich hatte im ersten Jahr an der Tür 1700 Neukunden gemacht, im zweiten war ich bei 1300 Neukunden, da war schon mehr mit Teamaufbau zu tun. Ich habe viele Leute an der Tür ein zweites Mal, ein drittes Mal gesehen. Die haben sich gigantisch gefreut. Also, hey, der Strommann ist wieder da, der Hammer, kommen Sie direkt rein. Erwarten Sie, ich muss noch beim Nachbarn klingeln, der soll das diesmal auch machen. Also, das geht, wenn man es richtig rüberbringt. Ja, und dazu nochmal ein wichtiger Punkt, zu dem, dass man es nicht so groß aufblähen soll. Weil ich meine, heutzutage, wenn man online was kauft, einen Online-Kurs oder irgendwas, macht man ja auch einen Vertrag, nur das wird nicht so gezeigt, sondern man klickt einfach auf den Button, damit schließt man ja den Kauf ab. So, und nur an der Tür, wenn man da einen Vertrag
Vertrag hat oder man wechselt den Stromanbieter, braucht man ja gewisse Daten, die man eintragen muss. Und dadurch wirkt das dann einfach ein bisschen komplizierter. Aber im Endeffekt beim Strom und Gas zum Beispiel passiert ja nichts, außer dass du den Anbieter wechselst und natürlich sparst und vielleicht dann erneuerbare Energien hast. Ne? Oder und schnelleres Internet. Ja, manchmal zahlen sie ja auch mehr, wenn sie den Internetanbieter wechseln, dafür haben sie viel, viel besseres Internet. Es ja. Gibt ja viele Leute, die haben damit ständig irgendwelche Störungen, gerade wenn du Homeoffice hast oder so, wo ja viele Leute heutzutage im Homeoffice unterwegs sind und da alle 5 Minuten das Internet ruckelt in einem Meeting, ist das auch nicht geschäftlich förderlich. Ja, ne? Und alle Produkte, die an der Tür verkauft sind, sagen wir zu 98%, müssen einfache Produkte sein und nichts Großartiges, Erklärungsbedürftiges. Das heißt, man muss einfach das simpel halten. Ja. Ja. Also im Prinzip, was ich auch so, also keep it simple und was ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, einfach ein möglichst hohes, ehrliches Interesse daran haben, den Leuten auch wirklich zu helfen, ja. Ne? Und sich eben auch dafür mal reinzuversetzen, mal überhaupt zu verstehen, in welcher Situation treffe ich den gerade an, weil ja. Der hat ja gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie klingel und genau. Hat jetzt auch keine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, um ja. Mir dazu zu hören, wie ich meinen Fachmonolog halte. Richtig, ja. Aber wenn man schafft, den Mehrwert innerhalb von wenigen Minuten zu kommunizieren, ein gutes Gefühl beim Kunden hinterlässt und dann das auch schnell abwickelt, dass der Kunde sich wieder mit seinen anderen Sachen, mit denen er gerade beschäftigt war, zum Beispiel Fernsehen gucken, weiter beschäftigen kann, dann ist er auch sehr dankbar und sehr zufrieden. Ne? Ja, und du musst anderen Menschen helfen und ehrliches Interesse an denen ja. haben. Nur so wirst du selbst erfolgreich. Jeder kennt ja die Sprüche, du musst erst anderen auf dem Weg helfen, erfolgreich zu werden, um selber erfolgreich zu werden. Weil wenn du halt die Leute betrügst, ne, da gibt es ja die diversen Formen, wie kannst du denn abends noch schlafen? Ja. So, und du kriegst auch so viele Anrufe von sauren Kunden, das macht einfach keinen Spaß. Ja. Wie ist das denn eigentlich, ihr habt ja gerade eben gesagt, so wenn ich jetzt zu dem normalen Vertrieb komme, ne, also es gibt ja Vertriebsstrukturen, so dann fange ich da entsprechend an. Die haben mich dann 2 Tage lang ausgestattet mit ganz vielen Broschüren zu irgendwelchen Produkten, haben mich da fit gemacht, damit ich weiß, was ist überhaupt eine Kilowattstunde und was kostet die und so weiter oder wie schnell kann das Internet sein. Dann habe ich diese ganze Information, habe jetzt aber 1 Minute Vertriebswissen bekommen und auf geht's an die Tür so. Und dann hole ich mir da eine blutige Nase und komme auf dumme Gedanken. Mhm. Warum machen die das so? Also warum ist nicht irgendein, Vertriebe müssen nochmal auf die Idee kommen zu sagen, vielleicht investieren wir mal anstatt 2 Tage, machen wir mal 4 draus, aber dafür können die, oder ist das einfach so, dass die einfach sagen, komm, scheiß drauf auf Masse, so, warum machen die das denn? Weil das Problem ist, dass auch in größeren Konzernstrukturen die meisten, die diese Entscheidung treffen, wie sieht das aus, sind Leute, die nie selber an der Tür waren. Ja, die haben keine Praxiserfahrung, die wissen nicht, wie es aussieht, gerade aus den größeren Konzernen. In manchen Unternehmen wird nur hochskaliert durch mehr Mitarbeiteranzahl. Da wird nicht mal nach Umsatz bemessen, die Standorte, sondern nach Mitarbeiteranzahlen, was einfach sinnlos ist, komplett sinnlos. Und erfahrungsgemäß, also selbst wenn Leute da teilweise 10, 20 Jahre das Geschäft machen, wissen die es einfach nicht besser. Früher haben mehr diese Taktiken gut funktioniert. Heutzutage ist jedem an der Tür klar, der schon mal einmal auf die Schnauze gefallen ist, dass das nicht stimmt, dass das verpflichtend ist, dass dann nicht urplötzlich der Techniker vor der Tür steht, der eine Umstellung machen muss oder so, sondern dass das ein Verkäufer ist. Und deswegen kommt man viel besser auf die saubere Art und Weise an. Aber ja, viele wissen es nicht besser und sie waren teilweise die, die Entscheidung treffen, nie an der Tür oder das letzte Mal vor 20 Jahren. Und wissen halt nicht, was notwendig ist. Es gibt dann auch Menschen, die fühlen sich mehr von diesen Betrugstaktiken halt angezogen und finden das dann einfach ganz, ganz toll, das zu machen. Mhm. Und da finde ich, dass man da einfach auch auf dem Markt selektieren soll. Deswegen schauen wir auch, wenn wir Leute aufnehmen, dass wir wirklich gucken, ob das ethisch korrekte Menschen sind, weil die Sachen, die wir denen einfach beibringen, wir wollen wirklich, dass die Kunden einfach einen Mehrwert haben, dass die gut behandelt werden und nicht einfach mit Betrug einfach abgezockt werden. Es gibt auch Leute, die glauben nicht daran, dass es sauber geht an der Tür. Ich habe manchmal Leute im Verkaufsgespräch gehabt, also im Strategiegespräch, wo wir darüber geredet haben, wie wir die Zahlen hochbringen, die gesagt haben, ich möchte kein Kunde werden, weil ich glaube dir nicht, dass es sauber geht. Es geht nur mit Betrug. Also die haben das schon jahrelang so illegal betrieben tatsächlich an der Tür, dass die sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, das irgendwie sauber zu machen. Real Story. Okay. Also es ist irre teilweise. Ja, da sieht man ja einige Verkäuferbeispiele. Da gibt es ja auch jemand, der relativ viel Medienartikel hatte, der jetzt nicht mehr in Deutschland ist, ne, sondern in der Türkei. Da sieht man ja auch, dass diese Person das weiter aufrecht erhält, selbst obwohl es da so viele Probleme gab. Das ist einfach leider, deswegen haben Verkäufer dann diesen schlechten Ruf und deswegen wollen wir das halt wandeln, um zu zeigen, Verkaufen ist was wirklich Tolles für den Verkäufer und für den Kunden.
Ja. Vielleicht bevor wir jetzt mal auf eure eigene Story kommen, weil ihr habt ja tatsächlich sehr viel Haustür-Erfahrung, hast du ja auch selber schon so ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht noch gerade kurz die Frage, wenn ihr ja mit Kunden dann zusammenarbeitet, was sind da so für Ergebnisse drin? Also ihr habt ja sowohl einzelne Leute als auch komplette Vertriebe gehabt. Erzähl mal so ein bisschen, was waren da so für Transformationen dann auch stellenweise dabei? Weil das sind ja dann wahrscheinlich, wenn die Leute vorher quasi gar nicht ausgebildet worden und dann mit eurer Hilfe, das sind ja Welten dann dazwischen, oder? Also was passiert da so? Also wir haben mittlerweile über 150 Leute auf mehr als 100 bis 120 Neukundenabschlüsse im Monat gebracht, die vorher alle zwischen 20 bis 60 nur im Monat gewonnen haben. Wir haben mehrere auf über 200 Neukundenabschlüsse im Monat gebracht, den besten Kunden auf 281 Neukundenverträge im Monat mit einer Stornoquote von 1,4%. Also da sieht man auch, wie qualitativ das war. Und Firmen, ja, wir haben viele Firmen, die sich bei uns melden. Die waren vorher bei teilweise 50.000, 60.000 Euro Umsatz oder nur 100.000 im Monat, die wir auf eine Viertelmillion hochgebracht haben. Die beste Firma jetzt auf eine 500.000 Monatsumsatz tatsächlich. Also solange die Leute sich das Wissen annehmen und angucken und ein bisschen mit uns arbeiten, ist das zwangsläufig letztendlich so, wenn sie es ernst nehmen, dass die Zahlen einfach hochgehen. Ja. Also da ist eine ganze Menge möglich. Ja, unser Slogan ist quasi immer, wir zeigen dir, wie du auf 100 bis 200 Neukunden im Monat kommst. Weil 100 kriegt auf jeden Fall jeder hin. 200 kriegt man hin, wenn man sich richtig reinhängt tatsächlich und wirklich die Sachen alle eins zu eins tatsächlich annimmt. Ja. Ja. Erzählt mal eure eigene Backstory noch mal so ein bisschen. Also wie hat das überhaupt angefangen? Wie seid, glaube ich, weiß gar nicht, habt ihr euch vorher schon kennengelernt und wart dann zusammen unterwegs oder habt ihr euch dann quasi auf der Straße kennengelernt? Oder wie ist eigentlich, wie wart ihr selber so im Door-to-Door und wann ist auch so ein Coaching dann daraus entstanden? Also es war so, wir haben uns damals im Marketing kennengelernt, hatten 2018 die Situation, August 2018, dass wir durch diverse Umstände sehr pleite gegangen sind. Wir hatten zusammen 70.000 Euro Schulden damals und die Situation war, also wir haben schon die fristlose Kündigung unserer Wohnung bekommen. Sabrina hat jeden Abend geweint und für mich war das richtig schwierig, weil ich wusste da nicht raus. Ich wusste nicht, wie ich uns jetzt helfen soll. Also wir waren so planlos damals. Wir haben teilweise nur noch Konserven gegessen und zusammen gemixt. Und dann wollte ich nachts Zeitung austragen von 1 bis 4 Uhr, dass mich keiner sieht, ja, bei so einem Job. Und dann sagt ja Sabrina zu mir, es ist schon gut, dass er sich um was gekümmert hat, aber wie lange er dann Zeitung austragen will, damit wir die Fixkosten halt decken, weil das ist ja nicht so ein hoher Stundenlohn. Ja. Und ich habe dann damals auch versucht, also ich bin ja seitdem ich 18 bin selbstständig, habe versucht, irgendwo einen festangestellten Job zu bekommen und ich wurde aber einfach nicht eingestellt, weil die dann meinten, nee, das passt halt nicht zu uns und so, von meinen Ausbildungen einfach, die ich hier habe. Und dann habe ich zu Fabian gesagt, er soll jetzt mal was im Vertrieb machen, weil er verkaufen halt so gut kann. Und wir hatten damals von Fabian zwei, ja, sagen wir Freunde sozusagen, mit denen wir damals auch im Marketing zusammen gearbeitet haben. Und da hat Fabian sich dann gemeldet, weil die Strom und Gas an der Haustür verkauft haben. So, und dann am nächsten Tag habe ich bereits angefangen. Dort hatten alle so ungefähr 20, 30, 35 Neukunden im Monat gemacht. Ich hatte natürlich eine sehr große Motivation, weil immer wenn ich an der Tür stand und die Leute gesagt haben, verpiss dich, hau ab hier, was auch immer, habe ich so im Kopf gehabt, boah, lieber jetzt nach Hause, ah nee, da weint Sabrina, scheiße, das ist angenehmer jetzt an der Tür und habe dann richtig durchgezogen. So, wir haben jeden Abend uns besprochen, Sabrina hat ihr gesamtes psychologisches Wissen einfließen lassen, wir haben die Pitches angepasst, die Einwandsbehandlungen und das Resultat war, dass ich dann im ersten Monat 79 Abschlüsse hatte, als einzelner Verkäufer eine Auszahlung von 9.103 Euro aufs Konto bekommen habe, im zweiten war ich bei 105 Neukunden, im dritten bei 125, im sechsten Monat habe ich den Firmenrekord dort gebrochen mit 210 Neukundenabschlüssen in einem Monat, mein bester Tag waren 29 Verträge an einem einzigen Tag und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, warum wieder zurück ins Marketing gehen? Lass doch einfach das jetzt groß machen. Ja, wir können die Leute hier einarbeiten, wir wissen, wie es funktioniert, wir sehen, es klappt von Anfang an, die Leute müssen kein Geld investieren oder ähnliches. Und dann haben wir angefangen mit dem Vertriebsaufbau. Ja, und ich habe dann zu Fabian gesagt, lass uns mal einen Online-Kurs aufnehmen, dass wir die Mitarbeiter besser ausbilden können, weil ich immer gesehen habe, dass Fabian dauernd immer dieselben Fragen gestellt bekommt. So, und dann haben wir das damals gemacht und dann haben wir halt viele Stories immer gemacht, dass einfach
in die Öffentlichkeit getragen und im Door-to-Door ist es nicht normal, dass Leute im Internet sind. Jetzt sieht man mehr, weil die gesehen haben, bei uns funktioniert das, weil viele Firmen haben sogar nie Door-to-Door oder Haustürvertrieb auf die Webseite geschrieben, weil das war immer so ein rotes Tuch. Oh mein Gott, die dürfen nicht wissen. Also es gibt auch einige, die haben einfach Friseuranzeigen geschaltet, ja, um die Leute dann zu drehen, wenn die vor Ort sind. So, das heißt, dann wurde es einfach so, dass es einfach sichtbar war und dass die Leute dann halt gemerkt haben, okay, da passiert viel. Die haben uns dann angesprochen, hey, wie schafft ihr das, diese ganzen Ergebnisse zu kreieren mit den Mitarbeitern, weil das halt gigantische Zahlen sind zu dem, was sonst war. Es war bereits, als wir uns entschlossen haben, ein Team aufzubauen, das war im Januar 2019, hatten wir bereits ein halbes Jahr später ein Team, was konstant über 1000 Neukunden im Monat an der Haustür produziert hat, aber nicht irgendwie mit 40, 50 Leuten, sondern mit 14, 15 Leuten. Es war immer so ein Schnitt von 85, 90 Neukunden pro Kopf im Monat, was außergewöhnlich über dem Marktdurchschnitt war, der ungefähr nur bei 20, 30 Neukunden tatsächlich im Monat liegt. Mhm. So, und dann haben wir die eigene Firma angefangen aufzubauen, haben Projekte bekommen, wo sich andere jahrelang drum bemüht haben, das nicht bekommen haben, weil wir auch das Ganze mit einer sehr hohen Qualität gemacht haben. Dann haben wir immer mehr Anfragen bekommen, hey, könnt ihr den Vertriebler mal von uns ausbilden oder kann ich mich von euch ausbilden lassen? Und so hat sich das irgendwann entwickelt, dass wir jetzt vor einem Jahr gesagt haben, hey, passt auf, das läuft so gut, lass uns darauf fokussieren, wir können damit echt viel verändern. Mhm. Ja. So jetzt, man merkt ja an euren Antworten und auch an der Energie, die ihr da drin habt, wie wichtig euch das Thema ist und dass euch das wirklich am Herzen liegt, dass das Ganze ja, wieder einen positiven Ruf bekommt. Kann man das so sagen? Eigentlich eure Mission ist Make Door-to-Door Great Again? Oder was habt ihr euch so vorgenommen? Was ist eure Mission, was euch da antrieb, treibt? Ja, wo seht ihr euch da? Ja, also mein Vater ist ja Postbeamter und früher war das so, dass er noch ein 13. Gehalt bekommen hat und dass er auch die Wohnung finanziert bekommen hat. Und ich finde das total wichtig. Also damals, wo wir auch die Firma gegründet haben, 2016, habe ich mir vorgenommen, ich möchte wirklich ein attraktiver Arbeitgeber sein, weil die Menschen verbringen ja viel Zeit auf Arbeit und ich möchte wirklich den Menschen dafür auch was zurückgeben. Ne? Mhm. Weil im besten Fall ist es ja so, dass einfach ein Geben und Nehmen ist, eine schöne Synergie. Und wo wir ins Door-to-Door gekommen sind, habe ich gesehen, dass einfach total viele Firmen den Mitarbeitern Stornos reindrücken, ja, die nicht ausbezahlen, dass einfach Gehälter ohne Vorwarnung gekürzt werden, wie sie auch behandelt werden. Also einfach wirklich ausgenommen. Und das fand ich so furchtbar, dass wir gesagt haben, okay, bei uns in der Firma sollen alle ganz anders behandelt werden. Das war also die kleine Mission damals, wo ich aber gesehen habe, dass das wirklich fast gang und gäbe ist in diesem Bereich und nicht nur in dem Bereich, sondern bei leider vielen Unternehmen, haben wir uns gesagt, okay, wir wollen das wirklich sexy machen, wir wollen Door-to-Door wieder attraktiv machen, als geile Möglichkeit, wir wollen auch Verkauf wieder sexy machen und wir wollen gleichzeitig den Impact, den wir haben, ja. Viele sind ja oft selbstständig. Also das heißt, die haben dann keine Sicherheiten. Es gibt ja heutzutage diese Vorstellung, boah, ich muss selbstständig sein, da habe ich ja alles in der Hand und so. Ja, aber was ist, wenn du mal krank bist oder solche Sachen? Als Angestellter hast du einfach viel mehr Sicherheiten, du hast auch viel mehr Rechte, wenn irgendwas ist. So, und das heißt, wir haben bei uns immer nur mit Festangestellten gearbeitet und viele denken dann immer so, oh, ist voll das Risiko. Ist es aber gar nicht, sondern die Leute, du kannst denen wirklich viel mehr zurückgeben. So, und den Impact, den wir auf dem Markt haben, ist, dass unsere Coaching-Kunden die Mitarbeiter alle fest anstellen und dadurch die Leute viel, viel länger bleiben. Ja? Normale Vertriebsdauer von Mitarbeiter ist 3 Monate. Wir haben das immer über ein Jahr oder noch länger ausgeweitet, auch unsere Coaching-Kunden. Und das heißt, so ist unser Impact, Door-to-Door verkaufen wieder sexy zu machen und einfach auch ja, den Angestellten eine sichere Umgebung zu geben, einfach ein tolles Unternehmen. Und das schulen wir sehr, sehr explizit. Ja. Kann ich einfach nur bestätigen. Okay, alles klar. Alright, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen in die Door-to-Door-Welt. Wer euch jetzt weiter verfolgen möchte und einfach mehr Infos haben will, ihr habt einen YouTube-Kanal auch. Ne? Da gibt es viele, viele spannende Videos rund um das Thema, auch rund um den Markt. Und ansonsten kann man bei euch ja auch ein kostenloses Strategiegespräch machen und sich da entsprechend informieren. Wir werden alles hier unter dem Video verlinken. Ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Euch danke ich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.